b1.0. Die Parabel p mit dem Scheitelpunkt s5-4,5 hat eine Gleichung der Form y ist gleich 0,1x² plus bx plus c mit Grundmenge r Kreuz r bzw. bc Element r. Die gerade g hat die Gleichung y gleich minus 0,5x plus 1 mit Grundmenge r Kreuz r. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. Können Sie gleich unterstreichen, auf zwei Stellen wieder runden. Zeigen Sie der Rechnung, dass für die Gleichung der Parabel p gilt, y gleich 0,1x² minus x minus 2. Zeichnen Sie sodann die Parabel p und die gerade g für x Element von minus 4 bis 9 in ein Koordinatensystem ein. Für die Zeichnung gilt Längeneinheit 1 cm, x geht von minus 4 bis 9 und y geht von minus 6 bis 4. So, erstmal das Wichtige aus der Angabe entnehmen. Wir haben einen Scheitelpunkt bei 5 minus 4,5. Wir haben eine Funktionsgleichung der Form 0,1x² plus bx plus c. Und wir haben eine Geradengleichung mit minus 0,5x plus 1. Ja, es ist erst die Aufgabe, man soll zeigen, dass die Parabel diese Form hat, nämlich, ich mache die andere Farbe, nämlich 0,1x² minus x minus 2. So, aus der Angabe sehen wir, wir haben einen Scheitelpunkt. Sobald ein Scheitelpunkt gegeben ist, heißt es eigentlich fast automatisch immer, wir brauchen die Scheitelform. Die finden wir in der Formelsammlung, die heißt y ist gleich a mal x minus xs in Klammern zum Quadrat plus ys. Das xs und das ys sind dabei die x-Koordinate und die y-Koordinate des Scheitelpunkts. Die haben wir oben stehen, können wir sofort einsetzen. A ist der Öffnungsfaktor der Parabel, der fehlt jetzt noch. Aber wir haben hier oben ja auch nochmal stehen diese Gleichung 0,1x² plus bx plus c. Und in der allgemeinen Form steht vor dem x² ja immer dieser Öffnungsfaktor a. Als wenn ich die hier schnell hier drunter skizziere, ax² plus bx plus c, sehen wir sofort, das a ist 0,1. Deswegen können wir das alles einsetzen. Dann folgt daraus, y ist gleich 0,1 mal, das x bleibt stehen, minus, also x minus. Jetzt kommt die x-Koordinate des Scheitelpunktes, die ist plus 5, also einfach x minus 5 reinschreiben, zum Quadrat. So, und hinten dran noch die y-Koordinate vom Scheitelpunkt, also minus 4,5. Ja, also aufpassen, dass man hier nicht auszusehen x plus 5 reinschreibt. Die heißt immer x minus und dann kommt die Koordinate rein. Ja, verkürzt ist das halt x minus 5. So, jetzt gilt es, diese binomische Formel aufzulösen, also halt diese Scheitelform umzuformen in die allgemeine Form. Ich habe schon gesagt, wie das funktioniert. Das ist eine binomische Formel. Die forme ich als erstes um, den Rest lasse ich stehen. So, die binomische Formel finden wir in der Formelsammlung oder vielleicht weiß man auch noch auswendig, wie es funktioniert. Im Prinzip ganz einfach. Wir nehmen den ersten Summanden zum Quadrat. Das wäre das x. Also erster Summanden zum Quadrat ist x². Dann nächster Schritt, zweite binomische Formel, deswegen kommt hier ein Minus rein. Und jetzt zweimal erster Summand mal zweiter Summand. Also zweimal x mal 5. 2 mal 5 sind 10 und dann noch das x dazu. Bekommen wir als Zwischenteil minus 10x. Und zum Schluss kommt noch der zweite Summand zum Quadrat, also plus 25. Klammer zu und hinten dran noch die minus 4,5. So, nächster Schritt ist Ausmultiplizieren angesagt. Das bedeutet, der Faktor vor der Klammer wird mit jedem Summanden in der Klammer einmal multipliziert. Also 0,1 mal x² sind 0,1x². 0,1 mal minus 10x plus mal minus ist minus und 10 mal 0,1 ist 1. Und 0,1 mal 25 sind 2,5. Und hinten dran nochmal die minus 4,5. Letzter Schritt ist jetzt noch hinten dran, hier die gleichartigen Termen zusammenzufassen. Den Rest schreibe ich einfach ab. Also 0,1x². Hier in dem Fall minus 1x kann ich auch verkürzt schreiben zu minus x, ist genau das gleiche. Und 2,5 minus 4,5 sind minus 2. Und siehe da, wir haben genau die gleiche Formel wie oben angegeben. Jetzt sollen wir die Sachen noch zeichnen.
Wir zeichnen die Parabel P und die Gerade G für x von minus 4 bis 9 an. Die Geradengleichung haben wir oben stehen. Machen wir die als erstes. Minus 0,5x plus 1. Gibt es mehrere Möglichkeiten, es einzuzeichnen. Sicherlich die einfachste hier hinten dran, die Zahl ohne Variable, entspricht immer dem y-Achsenabschnitt. Den können wir sofort einzeichnen. Ich habe das Koordinatensystem schon mal vorgezeichnet, weil es im PC immer recht lang dauert. Also, für x gleich, für y, andersrum, der y-Achsenabschnitt ist plus 1, können wir gleich den Schnittpunkt der y-Achse angeben. Und jetzt die einfache Variante heißt, vor dem x steht die Steigung m. Wir gehen eine Einheit nach rechts und das, was die Steigung sagt, nach oben oder wenn sie negativ ist, nach unten. Also in dem Fall eine Einheit nach rechts und 0,5 nach unten. Sieht dann so aus, eine Einheit nach rechts und 0,5 nach unten, bringt uns also genau diesen Punkt hier. So, jetzt könnte ich schon meine Gerade durchzeichnen. Wenn die so nah voneinander liegen, wird es meistens noch ein bisschen ungenau. Das heißt, ich kann noch ein paar Punkte mehr zeichnen. 1 nach rechts, 0,5 nach unten. 1 nach rechts, 0,5 nach unten. 1 nach rechts, 0,5 unten und so weiter und so fort. Kriege ich da diese schöne Gerade raus. Nehme ich mein Lineal, Geodreieck. Und da ich jetzt einige Punkte gezeichnet habe, kann ich das eigentlich auf dem Papier auf jeden Fall möglichst genau einzeichnen. Auch darauf achten, dass man wirklich von minus 4 bis 9 durchgezeichnet hat, also die Gerade nicht irgendwo vorher aufhören lassen. Eine zweite Variante, die Gerade zu zeichnen, wäre mit Hilfe vom Taschenrechner. Geht auf y ist gleich hier jetzt beim Sharp und tippt hier die Geradengleichung ein. Minus 0,5x plus 1 war es. Halt, ich habe den Tableset noch umgestellt. In der Standardeinstellung ist hier die 1 zu finden. Und wenn ich dann auf Table gehe, kann ich hier alle Werte auslesen. Ich suche mir zwei schöne Punkte aus, zeichne die ein und dann zeichne ich da meine Geraden durch. So, das war die Gerade, die war einfach. Jetzt müssen wir noch die Parabel einzeichnen. Das ist die hier oben. Parabelgleichung haben wir schon stehen oder findet man auch oben in der Angabe. Da würde ich jetzt empfehlen, gleich mit dem Taschenrechner zu rechnen. Ansonsten wird es ein bisschen mühselig. Also, Taschenrechner nehmen. Y ist gleich. Die meisten Taschenrechner heutzutage bieten ja die Wertetabelle an. Hier geben wir jetzt die Geradengleichung ein. 0,1 Parabelgleichung, nicht gerade, 0,1x² minus x und hinten dran minus 2. Gehen auf Table und hier haben wir jetzt alle Punkte stehen, die wir eintragen können. Ja, minus 4, 3,6 wäre zum Beispiel der erste Punkt. Minus 4 haben wir hier und 3,6 ist hier oben. Also finden wir den Punkt. Der zweite Punkt ist auf minus 3 und 1,9. Minus 3 und haben wir hier, minus 1,9 liegt ungefähr hier. So, die nächsten Punkte trage ich jetzt etwas schneller ein. Moment, muss noch schnell in meinem Taschenrechner das selbst eingeben. Da habe ich was vergessen. Ja, weiter geht's. Minus 2 und 0,4. Dann minus 1 und minus 0,9. Als nächstes 0 minus 2. Dann kommt 1 minus 2,9. Minus 3,6. Als nächstes dann 3 und minus 4,1. 4 und minus 4,4, jetzt merkt man schon, es flacht ab. 5 und minus 4,5. 6 minus 4,4, jetzt geht es wieder nach oben. 7 minus 4,1.
8 minus 3,6 und 9 haben wir minus 2,9. So, jetzt haben wir genügend Punkte und jetzt natürlich so schwungvoll wie möglich verbinden. Wer eine Parabelschablone hat, kann vielleicht die mit benutzen, um diese Krümmung hier möglichst sauber zu zeichnen. Und dann sieht die Parabel ungefähr so aus. Ja, möglichst darauf achten, dass sie keine Dellen oder sonstige Ausbuchtungen hat. Wenn zum Beispiel hier irgendwie so eine Delle drin ist, dann weiß man, hat einen Punkt falsch eingetragen. Dann einfach nochmal nachkorrigieren. Ja, damit ist die Zeichnung fertig. Mehr musste man für diese Aufgabe nicht machen. Also passt es so.